Hallo, einen schönen guten Tag. Ich habe hier eine Smart Home Steckdose, die will ich draußen für meinen Teich haben. Ich habe einen kombinierten Teich für Goldfische und für Schildkröten. Und diese beiden sind verbunden durch eine gemeinsame Luftwasserversorgung, also durch eine gemeinsame Pumpe, die das Wasser umwälzt und Sauerstoff ins Wasser bringt. Um die zu betreiben, brauche ich das hier, damit ich das per Sprachbefehl steuern kann, überwachen kann, natürlich auch den Stromverbrauch messen. Und jetzt im Winter zusätzlich läuft noch eine Heizung im Teich, solange Minusgrade sind, damit die Fische, die noch weiter im Becken verblieben sind, die Schildkröten haben wir ja ins Winterquartier gebracht, aber die Fische sind im Becken. Und damit die nicht zu Schaden kommen, muss ich das überwachen, muss ich gucken, wann Minusgrade sind und dann wird das angeschalten, die Heizung angeschalten und das kann ich dann alles per Sprachbefehl steuern und vor allen Dingen, was mir auch wichtig ist, ich habe den Stromverbrauch damit besser im Blick. Weil so eine Heizung ist ja nicht günstig, aber die Tiere, die liegen in meiner Verantwortung und da kann ich keine Kompromisse eingehen, da bin ich dafür verantwortlich, dass die nicht erfrieren, einfrieren in dem Teich, dass die nicht zu Schaden kommen. So, damit kann ich es mir zumindest ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter machen und habe weiterhin auch eine Kontrolle. Und darum empfehle ich das auch gerne weiter. Das ist eine schöne Sache. Außensteckdose abgesichert gegen Nässe. IP44, glaube ich, habe ich irgendwo gesehen. Irgendwo stand das geschrieben. Ja, jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es um IP44 ging. Ich scroll einfach mal ein kleines Stück und gucke. Und gucke immer noch und finde es nicht. Ja, ist jetzt auch egal. Jedenfalls ist sie feuchtigkeitsgeschützt und soll natürlich auch diesen Zweck erfüllen. Ich finde den Preis von 21,99 absolut passend. Im Vergleich zu dem, was Innensteckdosen kosten, ist das auch nicht erheblich teurer und deshalb empfehle ich das natürlich auch gerne weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Übrigens ganz schnell noch, ich sehe es hier, IP44, ich wusste, ich habe es irgendwo gesehen. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Tschüss.